Hallo, weiter geht's, den Kock. Willkommen dazu. Ich dachte mir, kann man so einen mitnehmen oder hat der Tesla so aufgestellt? Keine Tesla. So einen kann man auf jeden Fall mitnehmen, würde ich sagen. Da gibt es ein paar Pokale. Ich bin halt in der Pokaljagd, also gerne gesehen. Dunkles vielleicht hier noch im Bohrer drin, da komme ich aber so nicht ran. Das ist mir auch wurscht, dann lasse ich halt mal die jungen Freunde da schießen. Das passt soweit und der hat keine Teslas daneben, ne? Neben dem Rathaus, sonst kommt die Tesla-Polizei. Oder die Teslen-Police, wie heißt die? Keine Ahnung, der hat doch mal hier der Pink Metal da was gemacht, so lustige Fun-Clans von wegen. Ein Streik gegen die Tesla-Spulen neben dem Rathaus. Sehr gut. Ich gebe ihm ein Schild, ich krieg Pokale. Das passt doch alles, oder? So sind wir beide glücklich. Nur kein Loot da, hat gerne die 1500 Dunkle, die in der Mitte, da würde ich ja gerne von hier einfach rüberspringen, schneide die Base und alles kaputt machen. So ein super Ninja, hä? So ein schweinebereiter Held. So ein schweinebereiter als Held, der einfach noch krasser wäre. Wie OP wäre das denn bitte? Der würde reingehen und einfach alles vergenussferkeln. Das wäre der Hammer. Da würde ich mich auf jeden Fall drauf freuen. So, machen wir kaputt die Scheiße. Und sowas nehme ich jetzt mit. Sowas nehme ich mit, sowas zeige ich euch auf jeden Fall auch. 9 Pokale für nix. Da können wir gerne annehmen. Dann ist es auf jeden Fall sehr, sehr spritzig. Ich baue mal schnell die Einheiten nach, bevor natürlich hier ein Stau ist und ich nichts mehr habe. Das Lager ist selbstverständlich voll, weil in der Zeit wurden genug Einheiten wieder produziert, denn ich bin noch in der Boost, Leute. Ich bin noch in der Boost. Ich hoffe, ihr wisst nur, dass ich immer Boost in Bienen. Sehr schön. So gehe ich angreifen. Ich habe alles außer die Zauberspruchfabrik geboostet und die Queen, weil ich sie nicht habe. Und der lasse die Queen nicht. Wie blöd ist das denn? Ja, Lars ist ein blöder Kerl. Ja, das ist 1952.000, also ich muss jetzt etwas genauer schauen, ob das Rathaus draußen ist, ganz wichtig, und der Loot, das ist eigentlich ein Boy, den man mitnehmen kann. Den kann man mitnehmen und den nehme ich jetzt auch mit, der hat 100.000, es reicht, 100.000 reicht locker. Da kann man reingehen, man kann nicht mehr erwarten um diese Uhrzeit, deswegen nehme ich 100.000 auch mit und sobald ich, solange ich über 100.000 habe pro Angriff, ist auf jeden Fall alles sehr spritzig und wir können damit leben, das sollte soweit passen. Hier, der Magierturm geht kaputt. Gehst du kaputt, Magierturm fängt sogar ein bisschen an zu leckern. Entschuldigung, warum leckt das hier denn so? Mann, hier noch ein bisschen da aufspringen, alles aufspringen. Sehr schön, ich bin jetzt mal schon planlos die Mauerbrecher erstmal auf Wausch. Einfach reingebuttert die Scheiße hier. Hier meine ich. So, mach mal kaputt hier. Mach kaputt das da. Sehr schön. Und dann machst du kaputt das da. Sehr schön, damit der Magierturm kaputt ist. Jetzt hier noch ein paar Einheiten und den Rest setzen wir hier hinein in die Mitte. Das sollte soweit passen. Ob wir die 100% schaffen, I don't know. Es wäre natürlich drin. 2 Sterne sind auch okay. Leute, da spritzt der Loot. Wir bekommen alles, was wir haben möchten. Das ist doch in Ordnung, oder? Man kann den mitnehmen hier in meinem Boost. Das ist alles im grünen Bereich. Das ist alles im grünen Bereich. Natürlich, wenn ich die Außenrum gesetzt hätte, vielleicht hätte ich da noch ein bisschen mehr. Aber ich will das Rathaus natürlich auch haben. Das Rathaus sollte drin sein, oder? Hört, ja, sehr schön. Rathaus. Warum kriegen die Einheiten so viel Damage und sie schaffen das nicht da? Oh Gott, ich droppe lieber noch ein. Es ist mir gerade ein bisschen zu knapp. Es ist mir gerade etwas zu knapp. Weil die Minenwerfer noch da sind. Und wenn sie zweimal drauf schießen, sind einfach alle Bogenschützen down. Da sind immer viele da. Also jetzt kommen die Barbaren, die gehen jetzt da rein. Wie lange sie für eine dreckige Mauer brauchen, ne? Voll eklig. Richtig eklig. Voll die eklige Angelegenheit. Jetzt schafft sie gerade noch so das Rathaus. Mit dem Heal-Zauber wäre es vielleicht knapp gewesen. Mal habe ich es lieber gesetzt. Der Lars hat es gesehen. Auge natürlich. Jahrelange Clash of Clans-Erfahrung. Selbstverständlich hat der Lars gesehen, dass der Kock Unterstützung braucht. Sehr schön. Haben wir geschafft. 75%. 13.000 noch übrig. Wurst. Das ist soweit okay. 100.000, 91.000 kann ich mit leben. Und der Angriff war für mich akzeptabel. Gut. So, bauen wir den gleich wieder nach. Dauert ja ein bisschen, bis fertig ist. Und die Einheiten auch. Habe ich jetzt Dinger nachgebaut? Ja, es sind 2 Stück, aber nur. 2 Mauerbrecher nicht gut. Ich finde es cooler, irgendwie, wenn man unten so eine Anzeige hat. Weiß ich nicht, wo man dann so aufgelistet hat, wie quasi, wenn man sich eine Wiederholung anschaut, wie viele Einheiten gerade unterwegs sind. Dass man die quasi hier unten am Bildschirmrand so eine Leiste von wegen. Dann haben wir so diese Bogenschützen quasi, 50 Bogenschützen gerade fertig, 51, 52, bla bla bla, damit man eine bessere Übersicht hat, was man gerade an Einheiten fertig hat. Würde ich ein bisschen geiler finden und wäre auf jeden Fall wirklich hammermäßig, weil dann muss man nicht mehr draufklicken hier, bam, 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 und schauen, wie viel Mauerbrecher man dabei hat. Dann würde man hier unten eine Anzeige sehen, dann passt das auf jeden Fall. Das ist so, Barbaren, Bogenschützen, Lakai, hier alles bitteschön. Hier alles reingebuttert, bitteschön, mein junger Freund, bitteschön. Das ist alles soweit sehr, sehr angenehm. Und sehr schön. Ja, der Loot hat sich bislang noch nicht verbessert. Ihr habt ja die Angriffe alle gesehen. Wenn nicht, schaut letzte Video. Hier sieht man die Angriffe. Das war nun Rathaus gerade eben. Das war ein etwas besserer Angriff. Aber da ist ja mein Barenkönig mit draufgegangen. Hier ein Tuner. Da ist die Tür. Es war für 21 Stunden. Das ist ein bisschen länger hier. Also diese Angriffe bislang alle gemacht in dem Boost. Der Boost geht noch hier 1 Stunde 27 Minuten. Also haben wir noch gut was zu tun. Das sollte alles soweit in Ordnung sein. Und ich kann übrigens jetzt auch Z schreiben. Z, 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 Z. Ich habe nämlich das Ganze ausgestellt. Ich kann jetzt Z schreiben. NP.
No problem, schreibe ich dazu. No fucking problem. Hier haben wir nochmal die Liste, die ich mir beim gestrigen Part auch angeschaut. Wie schon erwähnt, Meister sieht einfach am besten aus für mich. Fakt. Natürlich ist das Ganze auch geil, aber ist alles Fakt. Wir können aber die Zeit nutzen und währenddessen einfach mal im Clan uns mal so ein paar Leute anschauen. Der LOL 2 zum Beispiel, der ist am höchsten mit den Pokalen bei uns. Was hat er denn hier? Das ist ja auch neu, glaube ich. Ist das neu komplett? Ich weiß nicht. Der Stufe 106 oder Level 106 und hat 2427 Pokale. Nicht schlecht, der Specht. 2-4. 2-4 ist er da schon. 2-4, Moment. 2-4, oder? Ja, 2-4, der junge Freund. Mit 2-4, da ist doch Kristall. Okay, haben wir auch gerade gesehen. Aber mit 2-6 würde man schon Meister kommen. Nicht schlecht, mein Schluckliga-Boy. Und ich glaube, er hat auch eine Pokalbase. Gehe ich mal von aus, dass er eine Pokalbase hat. Ja, natürlich. Rathaus 10, Pokalbase, die Mauer ein bisschen geschlampt. Ja, ein bisschen geschlampt muss man leider sagen. Natürlich werden die so ultra krass teuer, ne, wenn man die noch weiter ausbaut. Ich will gar nicht wissen, wie kranken aus das teuer wird. Seine Fallen hat er ausgelöst. Er hat Drachen am Start. Er hat Heiler am Start. Heiler. Auf dem Level habe ich selten gesehen, dass man hier noch Heiler benutzt. Aber scheint scheinbar zum Farmen schlecht. Hier Level 1, die Kollegen. Die Base sehen ganz schnuckelig aus und ganz interessant. Die Markertümer noch nicht. Er ist, glaube ich, gerade erst hochgegangen. Vielleicht sogar zu früh hochgegangen. Ich kann das auch nicht sagen. Aber es ist okay. Viele schöne Pokale, das ist soweit okay. Sind wir voll? Wir sind nicht voll. Ich dachte, wir sind voll. Deswegen bin ich schnell zurück. Ich wollte mir die Band eigentlich länger anschauen. Aber wenn ich das gewusst hätte, dass wir nicht voll sind. Mann, Mann, Mann. Das könnte auch passieren. Wenn man voll ist, gibt es eine Anzeige oder kommt irgendwie so ein Geräusch. Düdüd. Egal, wo man gerade ist, dass man sofort weiß, yeah, wir können wieder angreifen. Aber vielleicht auch nur im Boost, das würde mir auch reichen, dass dann egal, wo man ist, immer etwas auftaucht, was uns wirklich erzählt, von wegen, dass wir fertig sind und dass der Angriff weitergeht. Das sind alle Erweiterungen, die ich mir wünsche, die auch bestimmt niemals kommen. Sehr schön, wir schauen uns gleich mal wieder ein paar Bases an, auf jeden Fall vom Clan, weil, wie gesagt, zwischen den Angriffen viel Zeit haben und vielleicht lerne ich ja was und kann mir ein bisschen was anschauen. So, wir sind voll. Der King ist auch ready to rumble, ready to fight. Also können wir durchstarten, auf jeden Fall wieder welche vergenussfäkeln. Und Rathaus raus natürlich sofort mitnehmen. Mit dem King sollte das möglich sein. So, der hat 117, 550 Dunkles. Das Dunkle befindet sich genau hier und im Bohrer. Wollen wir es uns gönnen? Wir können versuchen hier... Den nehmen wir jetzt mit hier. Für 550 Dunkles gehe ich da jetzt trotzdem rein. Ist nicht die Welt an Loot, aber ich möchte ihn trotzdem haben. Ganz einfach, weil er so viel Dunkles hat. Ist wohl nicht viel jetzt auf... es geht. Für Gold ist es okay. So, wir gehen mal hier rein auf jeden Fall. Wir werden auf jeden Fall frontal von der Seite angreifen. Und wir versuchen gleich noch von der anderen Seite, weil da die Bohrer sind. Will ich das Rathaus haben? Ich glaube kaum. Warum habt ihr jetzt nicht aufgesprengt hier? Vielleicht habt ihr nicht aufgesprengt. Ich scheiß, glaube ich, auf das Rathaus. Ich möchte gerne die 50%, wenn es drin wäre. So, hier bitte rein auf jeden Fall. Damit ich ganz einfach mir dann das Dunkle gönnen darf. Selbstverständlich darf ich es gönnen, weil es ist natürlich meins. Es ist mein Dunkles. Da wollte ich nicht hin. Geh bitte mehr dahin. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So, das sollte soweit. Die Bohrer sind, glaube ich, drin damit. Mit der Armee, die ich jetzt habe. Dann einmal hier reinschicken. Da zweimal rein. Dann das hinterher. Am besten den Magierturm kaputt machen. Und das Dunkle bekommen wir alle. Sehr schön. Ist aufgesprengt. Jawohl, ist aufgesprengt. Der steht noch. So, einmal noch hinterher. Ach, da wollte ich gar nicht aufsprengen. Den King nochmal rein, da reingebuttert. 50% werden wir, glaube ich, nicht schaffen. Mist. Wir werden die 50% nicht schaffen. Warum schaffen wir die 50% nicht? Mann, sind wir scheiße. Heieiei. Geh bitte rein, hol wenigstens noch den Bohrer, bitte. Bitte noch den Bohrer. Jetzt haben wir für 550 so viele Pokale verloren. Ah, das war doof. Das war doof. Das war kein schöner Angriff. Und der King wird auch noch down gehen. King, jetzt gönn dir das. Oh, King geht nicht mal drauf. Leck mir doch die Pfoten. Ja, wir haben 399 Dunkles bekommen. Hat sich nicht gelohnt, dieser Angriff. Hat sich gar nicht gelohnt. Und Pokale verloren. Wie viele Pokale waren das? Das waren nicht viele, glaube ich. Oder? 25 Pokale. Es muss ja mal ein Fail sein, das war einer. Ah, ich hab's unterschätzt. Ich hab's unterschätzt. Ich habe es wirklich unterschätzt. Wir waren zu scheiße. Entschuldigung, Leute. Entschuldigung, Entschuldigung. Das war doof von mir. Dafür werde ich auf jeden Fall geschlachtet. Und dafür sollte auf jeden Fall die Aufnahme entfernt werden, weil es scheiße ist. Das war ja natürlich jetzt hart. 25 Pokale für so einen Rotz verloren. Eieiei. Und das war echt nicht viel Dunkles. Ah, übermutig. Übermütig natürlich. Übermütig ist der Lars. Übermütig. Der King ist schon wieder ganz down gegangen. Ah, eklig. Eklig, eklig, eklig. Was haben wir hier? Lars, nimmst du auf? Da antworte ich nicht drauf. Da kann ich nicht drauf antworten. Ich wollte mir noch was anschauen hier. So, den LOL 2 nochmal. Den Bob mal besuchen. Was ist denn mit Bob? Bob, Bob, Bob. Der bobbige Bob ist auch am Start bei uns. Oh, eine schön interessante Level 9 Rathaus-Base. Die sieht doch ganz sexy aus. Level 6 Magierturm. 2291 Pokale. Natürlich alles hier Farm-Bases, Pokal-Bases. Bases, damit das Ganze passt und man nicht so viele Pokale verliert. Sehr interessante Mauerreihen, die man hier stehen hat.
Das sieht alles sehr, sehr schnuckelig aus. Ich finde die Magertürme natürlich, die stehen etwas weit draußen. Die können leicht weggefickt werden. Wie viel HP haben die eigentlich? Reichweite 7 Kacheln, Schaden pro Sekunde, Trefferpunkte 800. Wie viel hat dann hier im Vergleich dazu der hier? Der hat natürlich 2000 und einen Bogenschützenturm. Der hat noch mehr wie 800. 720. Ein Magierturm hat mehr wirklich wie ein Bogenschützenturm. Und eine Kanone, Moment, eine Kanone hat dafür 750. Auch mehr. Also ist der Magierturm doch sehr krass vom Leben. Nicht schlecht, das hätte ich nicht gedacht. Dass die doch so sind. Level 6 mit Vergleich Level Nummer 10 Kanonen. Das haben die Magiertürme mit Level 6 gewonnen. 800 Trefferpunkte. Und 750 Trefferpunkte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, er greift mit Packers, mit Drachen, mit Dicken, mit Bogenschützen, mit Barbaren an. Eine sehr gemischte. Oh, die Dicken sind aber nicht gut ausgebaut, glaube ich. Oder haben die schon einen Schlagring? Ja, einen Schlagring haben wir schon. Okay, die sind doch besser. Das ist alles weit okay. Also eine sehr interessante Base. Ich kann gerade das gar nicht sagen, ob die gut ist oder schlecht. Die wird wohl auf jeden Fall akzeptabel sein. Die Hellen sind ein bisschen low. Und alle vernachlässigen die Mauern so krass. Ich finde die Mauern so hässlich. Ne? Diese Mauern 7 sind so ultra hässlich in der pinken Lila-Farbe. Mauer und Level 7 Mauern auch so hässlich. Alles so stachelig, so total eklig. Ohne Witz. Ich finde die einfach eklig. Und ich muss sagen, die Level 8 Mauern sind top. Level 9 Mauern sind auch top. 10 ist alles wunderbar. Ab 8 sieht es geil aus. Ist einfach Fakt. Und die Level 7, 6 eklig. Blech. Kann ich nichts jetzt gegen euch, von wegen, dass ihr die nicht baut, aber ich finde sie kacke, vom Aussehen einfach her. Deswegen mache ich halt erst auch Rathaus 9 hoch, wenn ich alle Mauern fertig habe, weil die einfach episch, einfach nur legendär und super geil aussehen, wenn nicht sogar nice. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. So, warten wir auf die Einheiten, sollen gleich wieder ready sein? Upsala, ja natürlich, da sind sie ready, das passt soweit. Dann können wir gleich wieder angreifen. Und müssen natürlich diesen Angriff hier verdrängen und die nie wieder in unsere... Nein, den machen wir jetzt so. Okay. So ist gut. Da oben. Nein, 25. Für 400 Dunkles. Für 400 Dunkles mache ich so eine Scheiße. Ich gehöre geschlagen. Ich gehöre vergewaltigt. Ich gehöre einfach eingesperrt und von irgendwelchen Leuten geschlagen mit ihren dicken, fetten Schwänzen. Das ist nicht schön, Leute. Entschuldigung. Das ist nicht schön. So. Die letzten Einheiten bitte fertig werden. Ich möchte gerne wieder einen wunderbaren Gegner raussuchen, den ich auch vergenusswerkeln kann. Ja, so läuft denn der Boost bei mir, wenn ich den mal mache. Am Nachmittag, wie schon erwähnt, der Loot ist nicht so geil. Ich kann euch nur empfehlen, wenn ihr abends zeitlich machen könnt, macht so ab 20 Uhr Boost, wenn nicht sogar später, ab 22 Uhr, wenn ihr morgens nicht so früh raus müsst, wenn ihr nicht früh raus müsst, wenn ihr raus müsst früh, dann macht es so gegen 22 Uhr. Das ist so die gute Uhrzeit, wo man boosten kann. 22 bis 24 Uhr, das ist, glaube ich, hammermäßig. Und wenn ich es zeitlich machen könnte oder arbeitstechnisch, würde ich es, glaube ich, öfters machen und nicht nur am Wochenende, weil es geht sonst nicht. 31, 41.000, ja, geht auch mehr, da geht auch mehr. Ich habe mich gar nicht aufs Rathaus geachtet, der wurde schon mal ausgenommen. Ja, das ist natürlich hier eine Base, gibt trotzdem 15 Pokale. 48, auf gar keinen Fall, das wollen wir nicht. 50, 69.000, Rathaus ist drin. Nein, der hat auch Dunkles, ich greife trotzdem nicht an. 100.000. Und 500 Dunkles. Das ist, glaube ich, ein Boy, den wir nehmen. Wir gehen auch von der Seite vom Rathaus rein. Das sollte möglich sein. Der King ist schon immer noch nicht da. Das ist eklig, King. Wieso habe ich das nicht? Ja, weil ich... Oh, da sind... Wow. Was ist denn hier los? Das gefällt mir gerade gar nicht, was hier los ist. Meine ganzen schönen Barbaren wurden gerade vergenusswerkelt. Nur wegen so einem Blödsinn. Wegen ein einem Blödsinn. Ich greife mal komplett einmal kreisförmig an. Ganz einfach, weil das eine gute Taktik ist hier. Bei dieser Base. Dann werden die 50% locker drin sein. Ob wir in die Mitte vorstoßen, weiß ich jetzt nicht. Glaube ich gar nicht, dass wir da wirklich vorstoßen. Aber ich mache einmal die Rum-Zu-Taktik. Ob die irgendwie drin ist, weiß ich gar nicht. Versuch's einfach mal. Ich springe mal hier auf. Ich glaube, wir werden nicht zum Dunkel kommen, aber die 50% werden wir schaffen. Das ist soweit okay. Ob die hier vorstoßen noch bis zum Dunklen? Bitte, das schafft ihr, glaube ich, nicht. Das schafft ihr nicht. Aber ein bisschen Loot, das gibt's. Ist sehr schön. Ein bisschen Loot ist schön. La 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 la. Eigentlich spielt man ja so die Bartsch-Taktik. Außenrum zu die Einheiten setzen. Da werden wir auch nicht reinkommen. Auch wenn die nicht so geil sind, die Mauern. Da wären wir nicht reingekommen. Ganz einfach, weil wir nicht den King haben. Wir haben nicht die Durchschlagskraft. So, das hat aber gepasst soweit. Da brauche ich keine Mauerbrecher nachbauen. Und so wie ich gerade gesetzt habe, einfach außenrum zu, greift man normalerweise den Bartsch an. Und versucht so die 50% zu nehmen. Auch wenn das Rathaus in der Mitte steht. Das ist die normale Taktik. Ich versuche noch irgendwie an den Loot ranzukommen, in die Mitte. Aber normalerweise ist das nicht drin. Hab schon 212 Truppen gespendet. Ja, läuft bei dem Philipp, ne? Läuft bei dir. Sehr schön.
Sehr, sehr, sehr schön. So, der nächste Angriff dann wieder mit King. Ich werde jetzt mir einen Gegner raussuchen und halt so lange warten, bis die anderen wieder fertig sind. Und dann war es das von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst es mich mal wieder wissen mit einem Daumen nach oben. Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig mit diesen Videos. Wenn ja, schreibt es auch in die Kommentare. Wenn ihr sagt, nee, Lars, macht das bitte so wie immer. Das gefällt uns ein bisschen besser. Dann gerne. Aber ich werde trotzdem weiter aufnehmen und vielleicht werde ich dann die Aufnahmen nicht verwenden. Mal gucken. Ich bin der Lars, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Denn ihr seid ein Haufen Supernatural Boys. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüssi von dem wunderbaren 2-Stunden-Boost, der noch 1 Stunde 16 geht. Tschüssi. Nice.